Okay, es stimmt. Meine Mutter raucht das Cannabis. Ich habe seit 30 Jahren multiple Sklerose. Es ging mir mal besser, mal schlechter. Und seit dem letzten Jahr ist es sehr viel schlimmer geworden. An manchen Tagen konnte sie sich kaum bewegen. Und dabei muss ich doch im Blumenladen helfen. Ich arbeite wirklich gern. Ja, meiner Tochter nicht zur Last fallen. Das ist jetzt Unsinn, Mama. Also ein Bekannter von mir, der auch MS hat, der ließ mich mal von seinem Cannabis probieren. Und siehe da, mit einem Mal hatte ich keine Krämpfe mehr und fühlte mich insgesamt viel besser. Wir haben uns dann da richtig reingelesen. Eine Menge gelernt über Tetrahydrocannabinol und die Wirkung auf Muskeln und Nerven. Ja, HC. THC. THC, das ist der Wirkstoff, der in den Pflanzen ist. Wenn es Ihnen hilft, warum lassen Sie es sich nicht von einem Arzt verschreiben? Ist doch jetzt möglich. Ja, das haben wir doch versucht. Wir waren bei einem halben Dutzend Ärzten. Und es hieß immer, Cannabis ist als Medikament nicht genügend erprobt oder es hilft nicht bei MS. Ja, oder es hätte zu viele Nebenwirkungen. Und wenn man es verschrieben kriegt und Pech hat, dann zahlt die Kasse nicht. Und dann sind ganz schnell ein paar hundert Euro im Monat weg. Dabei weiß ich doch selbst am besten, was mir hilft. Ja, soll ich deswegen etwa auf die Straße gehen? Zu irgendeinem Dealer, bei dem ich nicht weiß, was für ein Kraut er mir verkauft. Ich rauche das doch nicht, um high zu sein, sondern um aktiv zu bleiben. Gut. Wenn Sie einen Joint rauchen, dann geht es Ihnen besser? Allerdings. Dann kann ich mich nützlich machen und werde nicht zum Pflegefall. Können wir die Sache denn nicht einfach vergessen? Es handelt sich hier immerhin um den Anbau von Rauschgift. Da können wir nicht einfach beide Augen zudrücken. Na ja, Bier und Schnaps kann ich im Supermarkt kaufen. Alkohol ist auch ein Rauschgift. Lass mal, Mama. Die Polizei macht nur ihre Arbeit. Dabei heißt es immer, die Polizei, dein Freund und Helfer. Schöne Helfer seid ihr, die einer alten, kranken Frau die Medizin wegnehmen.